Hallo Freunde von World of Warships zu den gewerteten Gefechten. Und da ich während des Gefechts nicht fähig war, irgendetwas Anständiges zu kommentieren, habe ich das gelöscht und fange ganz von vorne an. Quasi ist das ein Kommentar eines meiner Spiele. Und eines vorweg gesagt, das ist nicht mein erstes Gefecht. Das ist das Gefecht um Rang 15 Stern 2. Interessanterweise und die Erklärung des Ausnutzens eines wahrscheinlich Exploits, das ich vorher nicht wusste. Denn wie kann man ab Rang 15 mit einem Tier 6 Schiff fahren? Nichtsdestotrotz, die gewerteten Gefechte hier mit Tier 6 durchdrungen von meistens 4 BBs und 3 DDs. Was heißt das? Ich hatte sehr viel Glück oder sehr viel Pech dieses Mal, dass wir 3 Kreuzer dabei hatten. Und ich zeige dieses Spiel, denn man muss sagen, das Team war sehr kommunikativ, wie man links in der Chatbox sieht. Es wird sehr viel kommuniziert, obwohl hier die Mutsuki, oder was auch immer, ja, Mutsuki, schreibt gerade, be careful please. Die Mutsuki, anstatt mit mir nach B zu kommen, lieber nach A fährt. Und ja, was soll man sagen, ich bin kein Freund des Splittens. Ich glaube, niemand ist das in den gewerteten Gefechten. Wenn das ganze Team nach B fährt, dann gibt es immer einen Idioten, der nach A fährt. Weil man könnte ja den Cap erobern, aber zu 90% einfach mal voll auf die Fresse bekommen. Man kann dann immer noch drehen, ist ja nicht so, wie als hätte man 36 Knoten oder 40 Knoten, je nach DD, zur Verfügung, um mal schnell diese 500 Meter, die zwischen den Caps liegen, ja, rumzufahren. Aber der Mutsuki wird es böser gehen, das wusste ich von Beginn an. Wir erobern hier in aller Stille B, in der Hoffnung, dass nur ein DD hier ist, dass die genau den gleichen Idioten im Team haben wie wir. Was ist das Schöne an einem Gefecht in einem Zerstörer? Man ist ziemlich unabhängig vom Team. Man kann es sich aussuchen, wo man kämpft, gegen wen man kämpft und vor allem wie man kämpft. Das Gute ist aber auch, man kann sehr viel mit dem Team machen. Man kann mit dem Team kommunizieren, man kann erklären. Ja, sieht er, er schreibt auch, I will buy you sometime. Er will mich kaufen. Mehrmals, wie es aussieht. Aber ich glaube, er meinte, irgendwann wird er sich auch die Farragut holen, wenn er denn mal Geld hat oder wenn er sie sich denn mal erspielt hat. Ist definitiv die bessere Entscheidung als die Mutsuki im Ranked, denn die Mutsuki ist der übelste Dreckszerstörer, den es gibt vor dem Herrn, bis es wahrscheinlich dazu kommt, dass sie die Bäume splitten. Dann bin ich gespannt, wie sie die bestehenden Schiffe dort eingliedern, wenn man zum Beispiel die Fubuki schon erspielt hat, aber noch nicht gekauft, wie das dann läuft. So, ich schreibe jetzt, ich smoke quasi für das Team und fahre dann wieder raus, um zu scouten, obwohl ich offen bin, aber ich habe da keine Angst, dass die so gut treffen, drehe aber natürlich trotzdem hinter den Berg. Einmal prophylaktisch für ehrgeizige Schiffchen, die nach vorne preschen wollen, hineingetorbt oder hingetorbt. Aber leider hat die Bujani hier keine Lust im Smoke stehen zu bleiben, vielleicht aber die Schlachtschiffe, die ein bisschen weiter hinten stehen. Und ich fahre jetzt hier um die Insel rum und scoute natürlich, damit auch die Leute, die im Smoke stehen, und ich erwähne sie ja nochmal, da könnt ihr im Smoke stehen bleiben, das seid ihr sicher. Die Mutsuki ist auf 12, die kann zwar torpedieren, aber es kommt nichts an. Ich habe gerade alles im Blick, dass die das ausnutzen könnten, ansonsten hätte ich natürlich eine Smoke gewastet, aber in einer Farragut braucht man die nicht. Ich habe letzte Runde erst AFD geholt, also nicht in den gewerteten Gefechten, sondern in den Zufallsgefechten. Denn der Kapitän ist noch nicht so alt hier. Er hat es nicht geschafft, auf Rang 4 aufzusteigen quasi, also ein 12er, nee, ein 10er Kapitän zu werden. Und er hatte ich schon die Mähen, denn nichts ist leichter zu bekommen im Zerstörer als XP. Und man trainiert einfach die Kapitäne viel zu langsam. In dem Sinne. Normalerweise braucht man ein paar mehr Gefechte. Aber naja, kann man nichts machen. AFD ist aber drin, das heißt, ich kann auf 11,1 Kilometer schießen. Da wäre ich sichtbar so. Und auf 15,1 kann ich schießen. Das heißt, ich habe genau 4 Kilometer, wo ich unsichtbar schießen kann. Einmal in den Nebel, um zu verdecken. Und jetzt fahre ich extra nach oben, um die Mutsuki abzufangen.
denn die Mutsuki ist hinter unseren DDs her. Ich jage nicht die anderen, hinter unseren Schlachtschiffen her, BWS. Ich jage nicht die anderen Schiffe weiter, sondern lieber drehe ich um. Oh, und da hat die Dünkirch hat gefressen, aber das war von der anderen Dünkirch. Aber hier werden in Kürze dann die Torpedos kommen. Einmal reingetopft für die Dünkirch, damit sie abdrehen muss. Und damit ein bisschen davor sollte sie abdrehen. Und jetzt wird diese Mutsuki gejagt. Hinter der war ich nämlich her. Die zweite hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Die ist wichtig. Wenn die raus sind, die Mutsukis, dann haben wir leicht lachen, leichtes Spiel. Wir können uns die Caps aussuchen. Und so ist das. Nochmal die Dünkirch anzünden. Die dreht jetzt um. Normalerweise müsste die jetzt richtig kassieren, aber es ist keines unserer Schiffe hier in der Nähe, das schießen will. Hier direkt vor mir ist ein DD. Baby. Aber das bekommt die Dünkirch nicht mehr. Man muss auf die Bayern feuern und die Bayern ist natürlich ein harter Gegner. Bayern ist fast eines der besten Schlachtschiffe hier auf Tier 6. Man kann es, meiner Meinung nach, höchstens noch mit der Warspite vergleichen, wobei die Bayern bessere Panzerung hat und schneller drehende Geschütze. Die Warspite hat ja die 381er quasi durch die Inch-Umrechnung, 1 mm mehr, das macht die Kuh aber nicht dick, aber die Geschütze drehen so langsam. Die Panzerung, je nachdem wie sie steht, ist um Längen weicher als die der Bayern. Vorteil natürlich der Warspite, sie kann mehr HP reparieren und ist ein Premium-Schiff. Und sie ist hübsch. Das kommt auch noch dazu. Nee, die Secondary, die ist richtig geil. Über 7 Kilometer. Mit Flagge dürfen es 7,6 sein. Glaube ich, weiß ich aber nicht mehr. Und die brettert schon richtig rein. Wenn man dann noch einen 5. Ja, der 5er Kapitän bringt nichts, das sind nur minus 20%. Also der 5. Skill. Aber wenn man dann noch den 4. Skill hat, quasi das AFT. Die Advanced Firing Targeting, oder wie das heißt, auf Englisch, keine Ahnung mehr. Ich sage immer nur AFT dazu. Dann kann man da durchaus schon ein paar Treffer landen. Und vor allem, was ganz wichtig ist, in einem Schlachtschiff, mit dem man zu 90% sowieso oder zu 95% nur mit AP schießt, das macht auch Brände. Und Brände sind immer geil. So, da ich meine Schiffe jetzt genügend geschützt habe, sehe ich meine Chance, hier nicht die Dünkirch zu erledigen. Das sollte ich natürlich, denn sie heilt sich hoch. Aber hätte sie gerne und ich will aber A haben. Das ist jetzt die Chance, A zu holen, denn alle Schiffe sind genügend weit weg, bis auf eine Bujoni, die hier hinten ist. Da sehe ich mich immer wieder um, wann die aufgeht. Die hat nämlich nicht mehr viel. Die hat 300-400 HP und da ist die Dünkirch raus. Jetzt sollte es kein Problem mehr sein. Die Mutsuki schätze ich so ein, dass sie lieber zu B fährt oder meinen Schiffen weiter hinterher. Und ich werde auch nicht Unrecht haben. Aber ich bin offen. Ich habe natürlich den Rauch, der mir hier bedingt hilft. Ich will ihn zuerst so groß ziehen wie möglich. Weil hier oben hat natürlich 10 Kilometer Torps. Je größer der Rauch, desto weniger besteht die Gefahr, dass sie genau an den Punkt torpediert, wo ich bin. Und da ist sie. Die Bujoni, 1400. Dieses miese kleine Dreckstück, wie sich hier hinter dem Felsen versteckt. Immer wieder vor und zurück fährt und seine Drecksnase raussteckt. Das ist richtig lästig, aber sie kann auch nicht wirklich viel machen. Sie hat nur einen kleinen Wirkungskreis, aber dann geht sie wieder zu und ich habe sie nicht erledigt. 3 Treffer oder 4 Treffer und nicht 1400. Und da wird vom Team gesagt, ja, DD in B, das ist natürlich schlecht, denn hier hinten ist auch unser Schlachtschiff. Das heißt, ich fahre zurück. Mir ist A egal. Das kann hier jemand anderes machen. Ich habe gesmoked. Der Smoke ist für jeden da, für jeden sichtbar und der kann für jeden genutzt werden. Ich beschließe aber, dass es lohnender ist, zurückzufahren. Das hier sind die Obertorpedos, wie schon erwähnt, und die gehen auch sehr gut. Anscheinend beschließe ich ein bisschen später zurückzufahren. Jetzt beschließe ich endlich zurückzufahren. Wird auch Zeit. Man sieht es, wenn man es aufgenommen hat. Was habe ich gemacht? Ich stoppe, okay. Ah, ich komme zurück, nachdem ich erobert habe. Das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Aber man sieht die Dinge, wenn man sie sich ein zweites Mal ansieht. Erstens mal ein bisschen anders. Zweitens
viel genauer. Eigentlich hätte ich sofort zurückfahren müssen, denn man hat gesehen, dass unser Schlachtschiff auf der Karte reindreht. Das ist gegen eine Mutsuki, wenn sie die Torpedos ready hat, obwohl sie nur die 2x3er hat, also 2x3 Torpedos, in der Mitte drehbar mit relativ langem Reload, ist sie dennoch eine Gefahr und die Bayern brauchen wir. Denn wir sind in der Unterzahl, es sind nur 4 Schiffe und die haben noch eine Bayern, 3 Kreuzer, wobei einer ist die Budioni, die ist fast down. Aber auch hier unsere Nürnberg ist ziemlich angeschlagen. Das heißt, wir können es uns nicht leisten, ein Schiff zu verlieren. Und hier hat sie getorbt. Gott sei Dank schafft es die Bayern auszuweichen, ohne zu fressen. Ich will hier noch was absetzen. Aber das gelingt mir nicht. Und da ist sie schon raus. Gut gemacht. Gutes Team. Good job. Bin auch nicht zu faul, mal zu loben. Muss man machen. Wie gesagt, diese Runde war ich sehr aktiv im Chat. Es wäre relativ langweilig gewesen zum Zusehen oder zum Zuhören, weil ich nichts gesagt habe. Aber es war trotzdem eines der schönsten Gefechte. Schön nicht im Sinne von, ich habe sehr viel Schaden gemacht, sondern schön von, es war ein Team, das relativ schnell auf die veränderten Umstände reagiert hat, meistens im Bereich der Caps war, sich untereinander abgesprochen hat. Gut, meistens habe ich nur was geschrieben, aber sie haben darauf reagiert zu, sagen wir, 60%. Und das ist schon mal gut, wenn am Anfang die Absprache klappt, welchen Cap wir nehmen und nur ein Idiot in die andere Richtung fährt, dann muss man sich schon freuen, sich die Hände reiben, dass das in Ordnung ist, dass das toll ist, dass man ein gutes Team erwischt hat. Wenn die dann noch halbwegs performen, bin ich auch, muss man auch zufrieden sein. Wie gesagt, es wird jetzt, es ist noch nicht fix, dass wir gewinnen, sagen wir so. Aber wir haben einen DD mehr, mich. Ein Schiff, das ziemlich angeschlagen ist, ist jetzt von uns raus, aber sie haben, glaube ich, noch die Budioni. Und dann die Bayern hier oben. Es steht also quasi 50-50, wir sind vorne, sie erobern gerade. Das werde ich natürlich zu verhindern wissen. Und hier die Torpedos sagen mir, dass die Aoba auch in der Nähe ist. Denn ansonsten wären hier keine Torpedos gekommen. Die Bayern hat ja keine, augenscheinlich. Und da ist die Budioni. Die Budioni muss raus. Wenn die Budioni nicht rausgeht, bin ich am Arsch. So einfach ist das. Denn die kann mir immer noch richtig ziehen mit den 2x352er, die sie nur vorne hat. Und die Bayern ist auf der Distanz auch nicht ungefährlich, gerade kassiert und das war's jetzt. Das war jetzt gut, jetzt riskiere ich alles rauf auf die Bayern. Es hilft auch alles nichts. Ich habe höhere Beschleunigung an, bessere Wendigkeit, quasi den Y-Skill hier. Und da muss ich mein Glück versuchen, immer ein bisschen wedeln mit dem Schwanz, dann die Nase rümpfen mit dem Schiff. Hin und wieder natürlich ein bisschen drauf schießen, man darf sich den Schaden nicht entgehen lassen, vielleicht ist ein Feuer, geil ausgewichen und jetzt wird's knapp, jetzt muss ich drehen, ansonsten rammt sie mich und alles war umsonst. So, und das war's. Und da kommt, vielleicht nicht zurecht, aber ich nehme es dankend an, ein Nice vom Team, denn das war quasi die Gewinneraktion, muss man auch mal sehen. Es war viel HP in einer Tour, hätte natürlich auch nach hinten losgehen können. Das wäre natürlich scheiße gewesen, aber dann würde es immer noch 2-2 stehen und wären punktemäßig weiter vorne. Und da hat er vielleicht nicht ganz unrecht, das könnte vielleicht auch ein Bot sein, hier die Nürnberg. Von daher, es ist wieder so eine Geschichte mit AFK-Leuten und Bot-Usern. Die kommen zwar nirgendwo mehr hin, weil sie keine XP mehr bekommen, aber es wird sich noch nicht so durchgesprochen haben. Ich hoffe, das bessert sich. Und was ich hier mache, ich denke mir zuerst, okay, ich gehe sie scouten, dann denke ich mir, ich komme eh nicht mehr hoch, kann sowieso nicht schießen. Dann deswegen stoppe ich und denke mir, bleibe ich doch hier. Ist ja egal, warte ich die restliche Zeit ab. Und dann denke ich mir wieder, ich kann vielleicht nicht drauf schießen, aber die Bayern kann drauf schießen, deswegen gebe ich Gas. Und dafür nutze ich die letzten Minuten, um zu erklären, warum ich in Rang 15 immer noch mit einem Tier 6 herumfahre, also im zweiten Stern mit Rang 15. Das liegt daran, dass ich beim letzten Gefecht ziemlich schnell ausgeschieden bin. Ich glaube, das war 8 Minuten nach Beginn.
Ich habe zwei Schiffe mitgenommen und habe 50.000 Schaden gerissen. Ich bin aber sehr aggressiv gefahren. Das war in meiner Warspite. Habe dennoch relativ viel Schaden gemacht. Und bin dann aber zerstört worden. Habe dann sofort in die Ferragut gewechselt und bin eingestiegen ins Gefecht. Und als das Gefecht fertig, also während dieses Gefecht gespielt wurde, war wahrscheinlich das andere gleich fertig, weil, wie gesagt, es hat nicht mehr viel zum Sieg gefehlt. Das gegnerische Team aufgeraucht. Und dann war ich aber schon im Gefecht. Bin auf Rang 15 aufgestiegen und habe dieses Gefecht zum Glück auch gewonnen und bin dann Rang 15 und 2 Sterne. Wenn man das weiterziehen könnte, wäre natürlich lustig, bis Rang 6 bis Rang 13 fahren, Tier 6 bis Rang 13 fahren, aber das ist nicht die Möglichkeit, denn ansonsten bekommt man nicht viel, wahrscheinlich. Bekommt man keine Sterne oder man lässt die ganze Arbeit im Team verrichten. Schauen wir nach, 57.000 Schaden, 2 zerstört, 5 Torpedotreffer. In der Teambewertung, relativ uninteressant, ganz oben natürlich, ausführlicher Bericht. Sehen wir uns an, wenn ich den klicke. So, 700.000 potenzieller Schaden, 47.000 Schaden durch Spotting, das ist geil und man hat gut kassiert. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr bleibt dabei, ich hoffe, ihr habt Spaß an den gewerteten Gefechten und lässt euch nicht entmutigen von Dauerschlachtschiff und Zerstörerfahrerei. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich im Gefecht. Ciao.